Heute ist mein Gast Ralf Bauer. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Freut mich. Wie wurden Sie denn als Schauspieler entdeckt? Also entdeckt als Schauspieler, das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, aber ich habe nach der Schauspielschule, die ich in Hamburg besucht habe, habe ich den Disney Club moderiert, habe 165 Sendungen gemacht damals und der Produzent vom Disney Club hat dann eine Serie produziert und war in der Vorbereitung und ich hatte damals schon gekündigt beim Disney Club, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne wieder spielen, ich möchte nicht moderieren mehr. Und dann sagt er, oh, vielleicht habe ich was für dich. Und dann habe ich damals das Casting mitgemacht für Gegen den Wind. Und die ARD hat gesagt, okay. Und so hat sich das eigentlich ergeben. Ist es schon so lange her, dann, dass Gegen den Wind gedreht worden ist? Wir haben 93 angefangen, ja. Ah, okay. Das kommt mir gar nicht so lange weit weg vor. Finden eigentlich derzeit Dreharbeiten mit Ihnen statt? Und wenn ja, welche? Ich war gerade bis vor 3 Wochen in Kanada für eine deutsche Produktion. In Kanada? In Kanada, in Calgary. Werden einige vielleicht noch kennen, weil dort mal olympische Winterspiele gewesen sind. Und davor habe ich für eine amerikanische Produktion auch in Kanada gedreht, in Vancouver und in Budapest. Das wird eventuell auch nach Deutschland kommen. Das heißt momentan noch im Original Painkiller Jane. Wie heißt es? Pain, Schmerz, Schmerz. Killer, Aha. Töter, Killer, Aha. Jane, das ist ein Name. Okay. Ich habe es jetzt bloß ja, kein Problem, schnell kein Problem, verstanden. Kein Problem, kein Problem. Auf Ihrer Webseite habe ich auch entdeckt, dass Sie 2 DVDs mit Yoga, wie sagt man da, bespielt sind, wo Sie die Hauptrolle drin spielen. Was hat es damit auf sich, Sie und Yoga? Yoga ist eine Sache, die ich eigentlich jeden Morgen betreibe, eine ganz gewisse Übung, den Sonnengruß. Und das ist vor Jahren ein Produzent auf mich zugekommen, der selber auch Yoga macht, um das ein bisschen in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und Menschen eine Lösung zu zeigen, wie sie entweder A, ihre Gesundheit erhalten können oder B, eventuell sogar wieder Gesundheit zurückbekommen können. Weil einfach das Yoga nicht nur eine Sportart ist, um sich fit zu halten, sondern weil einfach noch viele andere Bereiche mit reinbekommen. Es gibt ganz gewisse Übungen, die für die inneren Organe gut sind. Es sind Übungen, die für die Körperhaltung gut sind. Es sind Übungen mit dabei für den Atem, der sehr wichtig ist. Gerade als Schauspieler und als Sprecher. Ja, ich glaube, Atem ist einfach ganz wichtig für jedermann. Einfach, es hat viel mit dem, also die Gesundheit zu erhalten, hat viel mit dem richtigen Atem zu tun. Zum Beispiel, wenn wir unter Druck kommen, merken wir oft, dass wir kurzatmig werden. Dass der Körper dann manchmal mit einige Bereiche nicht mit Sauerstoff versorgt werden. Wenn wir angespannt sind und dann richtig atmen, können wir wieder entspannen. Das sind ganz viele unterschiedliche Bereiche, die durch den Atem abgedeckt werden. Doch so vielseitig. Ich meine, ich habe mich auch schon ein bisschen damit beschäftigt, deshalb weiß ich das, aber viele wissen es ja wirklich nicht. Nicht immer treten ja Schauspieler auch auf Theaterbühnen auf. Also manche sieht man nur im Fernsehen, es gibt aber auch viele, die vom Theater zum Fernsehen wechseln. Und bei Ihnen ist es ja so, dass Sie auch schon in einigen Stücken, hochgelobten Stücken, mitgespielt haben. Welche Theaterstücke waren das bisher, in denen Sie mitgespielt haben? Faust, Romeo und Julia, Julius Caesar, Der Priester machen mit dem Blackie Fuchsberger. Das habe ich auch sehr lange gespielt, oder das haben wir sehr lange gespielt, 170 Mal zusammen. Das ist viel. Die Engelszungen. Das waren die Theaterstücke bisher. Ja, ist aber doch ganz schön viel dann. Spielen Sie eigentlich auch demnächst bei irgendeiner Theateraufführung mit? Wenn ja, wo und wann? Ab nächste Woche geht's los. Sind Proben angesagt in Hamburg im Ernst-Deutsch-Theater. Und da ist Ende November die Premiere mit einem Stück, das heißt Magnolien und Mondlicht. Das geht eigentlich um den großartigen Film, der in den der Ende der 30er Jahre in Amerika produziert wurde, vom Winde verweht. Wie dieser Film eigentlich wirklich entstanden ist, weil da gab es Probleme, dass es dann ein Drehbuch gab, das Drehbuch neu geschrieben wurde und um dieses neue Drehbuch schreiben geht eigentlich dieses Theaterstück. Toller Ansatz. Was bestimmt auch viele nicht wissen, ist, dass Ihnen das Wort weiterzutragen sehr wichtig ist. Was man ja heute, Sie waren bei Joy Fielding, haben die deutschen Textpassagen gelesen. Da hat man es ja hören können und auch sehen.
Was ist Ihrer Meinung nach wichtig, wenn man eine Lesung hält? Ja, es gibt natürlich jetzt viele unterschiedliche Arten von Lesungen, deswegen muss man jetzt ein bisschen aufpassen, was, also man kann das nicht verallgemeinern. Okay. Was ich nur, wenn ich alleine eine Lesung mache, ist es nicht so, dass ich am Schreibtisch hocke, was heute passiert ist, sondern dass ich eigentlich immer stehe und nicht immer versuche, nur ins Buch zu gucken und manchmal hochzugucken, ob das Publikum noch da ist. Das kann ich aber nur mit meinem eigenen Leseabend machen. Das ist bei solchen speziellen Sachen, wo es um jetzt das Buch von der Joy Fielding geht, ist das was anderes, weil dann will ich nicht meine eigene Show daraus machen, sondern dann stelle ich mich eigentlich nur zur Verfügung für diese Lesung. Und trotzdem ist das, und das war ja auch heute Abend, das war ein Krimi, ein Thriller, trotzdem war da nicht so bierernst, nicht so todernst, weil das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass es für die Zuschauer was zum Lachen gibt. Es lockert dann auf, ja. Und gewinnt, da gewinnt man sie. Wie gehen Sie eigentlich an Ihre Texte für eine Lesung heran? Lesen Sie die, was weiß ich, so und so oft mal durch oder lernen Sie da auch teilweise was auswendig oder wie suchen Sie die Passagen aus oder wer sucht die aus, wenn Sie zum Beispiel für Joy Fielding lesen? Im Grunde ist es dann immer eine Vorgabe vom Verlag. Ich mache allerdings schon, wenn ich lese, überlege ich mir, okay, was wäre gut eigentlich, um das dem Publikum vorzutragen, um ihm dieses Stück nahe zu bringen. Ich habe jetzt eben am Ende etwas noch genommen, wo ich dachte, das wäre etwas ganz Gutes, wenn es vorher sehr spannend gewesen ist, einfach um das ein bisschen aufzulockern. Und einfach um auch, die Leute wissen ja oft, dass es irgendwie sehr spannend ist bei der Joy Fielding, aber um auch zu zeigen, dass es sehr witzig sein kann zwischendurch, achte ich dann schon immer darauf, dass es so eine Ausgewogenheit ist. Aber es hat immer was mit dem Buch zu tun. Also am liebsten mache ich das eigentlich immer alleine. Aber weil die das muss natürlich dann schon jemand geben, quasi wie so ein Regisseur, der sagt, okay, die Joy liest etwas in Englisch, dann muss der Bauer etwas lesen, weil es geht ja darum, im Grunde das Buch zu verstehen. Ja, und zu präsentieren. Okay. Was kann man eigentlich tun, damit man seine eigene Lesestimme findet? Gibt es da irgendwelche Übungen? Ich meine, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, man muss sich einfach klar werden, was man macht. Und für wen man das macht. Okay. Das ist ganz wichtig. Was man transportieren möchte. Gibt es denn eigentlich auch Übungen? Weil wenn man liest, dann soll man ja eher durchs Zwergfell atmen, als wie jetzt durch Mund und Nase, wo man ständig vom Lesen abgehalten wird und einem irgendwann die Luft ausgeht. Gibt es irgendwelche Übungen, die man da machen kann? Wenn ja, dann kenne ich sie nicht. Okay. Ich glaube, mein Rollenlehrer sagt immer, wenn der Körper stimmt, stimmt auch die Sprache und stimmt auch der Atem und alles. Im Grunde genommen, deswegen wäre es eigentlich für eine Lesung auch immer gut, dass man den Text eigentlich auch quasi auch fast auswendig kann, damit man vorher schon weiß, was als nächstes passiert. Sage ich jetzt, andere werden vielleicht sagen, ich will eigentlich gar nicht wissen, was da drin steht, ich lasse mich einfach reinfallen ins kalte Wasser. Ich glaube daran, also wenn man das eigentlich gut kann, dann ergibt der Atem sich automatisch, genauso wie beim normalen Sprechen. Ja, okay, das war's dann eigentlich schon. Ah. Vielen Dank, Ralf Bauer, dass Sie mir das kurze Interview gewährt haben. Hat mich außerordentlich gefreut. Vielen Dank.